Ja, wunderschönen guten Tag. Wir wollen zum Häuptling, wie man hier schon sieht, und haben inzwischen alle Kiyus gefunden, die sich versteckt haben, die sehr ängstlich waren, die wir zum Teil retten mussten. Kann ich durchs Wasser, aber ich habe auch noch andere Möglichkeiten. Hier nicht. Seltsamerweise war das dann ihr Weg, obwohl ich dachte, es wäre sogar der Hauptweg. Ja, und im Wasser ist Link eine ziemliche Niete noch. Wir sehen da unten ein schönes Kleinod, das wir uns noch nicht besorgen können. Aber das wird schon. So. Wie kommen wir denn noch gleich zum Häuptling? Da ist er. Schade, von dieser Seite komme ich da nicht hin, weil mir einfach noch die Möglichkeit fehlt, das Teil da. Abzuschießen. Der Stein liegt hier immer noch. Den habe ich im letzten Video dahin geschleppt. Und das wurde sich einfach mal gemerkt. Ich will gar nicht wissen, wie viel Speicher das alles benötigt. Hier muss auch nichts Neuladen an Gebieten. Ist man von Nintendo ja eh nicht so gewohnt, dass irgendwas lädt. Das war immer bei PlayStation so. Das war auch ein Hauptgrund, oder nein, ein Grund, weswegen ich die PlayStation auch nie mochte. Ich habe die auch nie selbst besessen. So, hallo. Geiler Schnurrbart. So, es geht also allen gut. Das hört man gerne. Vielen Dank, du unermüdlicher Aufstöberer. So hat mich noch nie jemand genannt. Ich Zorro, du Chain. Mit der Maske. Dann verrate ich dir als Dank, wo deine Freundin hingegangen ist. Dieses Mädchen namens Zelda hat gesagt, dass sie in den Tempel am Ende des Waldes gehen müsse. Ich habe ja noch versucht, sie davon abzuhalten, aber sie ist auf meinen Rücken geklettert und ab in den Tempel. Wenn er sie davon abhalten hätte wollen, hätte er sie ja nicht hinbringen müssen. Ja, da habe ich gerade gespeichert. Wenn du da hinten weitergehst, wirst du auf einen Tempel stoßen. Allerdings wimmelt es dort von Ungeheuern. Nun denn. Du hast meine Gefährten aufgespürt. Dafür gebührt dir Dank. Einen Moment. Entschuldigung. Gibt er mir jetzt ein geiles Dekoblatt oder irgend sowas? Boah, das nenne ich einen Dank. Ein Dutt kriege ich. Nee, die Schleuder. Auch okay. Das ist in Ordnung. Ich hatte schon Angst. Ich krieg jetzt irgendwie ein Haarbüschel. Ich bin doch keine Katze, die sich daran erfreut. Du hast die Schleuder erhalten. Verschieße mit ihr Dekokerne, um deine Gegner zu betäuben. Verlierst du beim Zielen den Fokus? Drück einfach nach unten, um deine Ansicht wieder zu zentrieren. Jesus, ich habe immer skalieren gesagt im letzten Video. Hatte es einfach nicht mehr im Kopf. Ja, super. Ich kann endlich ein B-Item benutzen. Den Paraschall hatte ich auch schon, aber den konnte ich nicht verwenden auf dem Boden. Damit solltest du in der Lage sein, in den Tempel zu gelangen. Also hast du auch Zelda eine Schleuder gegeben. Ich will Zelda mit Schleuder rumlaufen sehen. Und da ist eine Liane, die ich jetzt runterschießen kann. Warum versuchst du nicht gleich mal diese Ringelranke dort anzuvisieren? Ringelranke, gleich ringelt da gar nichts mehr. Dann ist es nur noch eine Ranke. Drücke B, um die Schleuder zu spannen und deinen Arm zu schießen. Zum Glück muss ich nicht mit der Wiimote noch vorne schmeißen irgendwie. Wenn du keine Munition mehr hast, kannst du die Kerne dieser Bäume hier aufsammeln. Heißen die auch Dekokerne? Sieh zu, dass du deine Freundin bald findest, mein Kleiner. Hohoho. Ho, ho. Und wenn du artig warst, dann schenke ich euch auch was. So. Herrlich. Ich kann jetzt also. Oh, ist das schwer. Ja, nee, ist es nicht. Jetzt kann ich damit direkt hoffentlich zum Tempel. War das die Richtung auch? Wenn nicht, dann beiße ich mir aber irgendwo hin. Glaube aber ja. Ja, nee, doch. Durchs Wasser. Dann sind wir wieder da. Hat über 5 Minuten gedauert, also ich finde das rechtfertigt, ist ein neues Video dafür anzufangen. Das andere kam mir schon wieder so lange vor. Ja, man versucht immer irgendwas zu erreichen und dann kommt nicht so viel vor in so einem großen Spiel. Und dann ärgert man sich, wenn man nichts zeigen kann.
Und dann wird das Video lang und dann ist man nur am Spielen und dann geht's weiter und dann macht es Spaß und man erreicht nichts und dann wird das Video lang und immer so weiter. Ihr versteht? Gut. Ich könnte speichern, aber ich bin jetzt einfach mal so dreist und gehe davon aus, dass da drin, ist das schon der Tempel selbst? Dann wird da bestimmt auch wieder eine Statue rumstehen. Gebieter, ich möchte dir etwas zum Gebrauch von Items erklären. Die Schleuder, die du zuvor erhalten hast, kannst du jederzeit schnell hervorholen, indem du kurz B drückst. Wenn du Probleme mit dem Zielen hast, zeige mit der Wii-Fernbedienung nach vorne und drücke nach unten, um den Fokus zu... Erzähl mir einfach alles nochmal. Danke für den Hinweis. Es hat uns der Hoppen überhaupt nicht gerade erst erklärt. Überhaupt nicht. Sie will sich aber nur wichtig machen. Immer diese Roboter. Ich bin für Diskriminierung von Robotern, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Und damit? Genau. Sind das jetzt Dekokerne? Das ist tatsächlich Dekokerne. Wo ist der Dekobaum? Ich will den Dekobaum sehen. Diese kleinen Kerne kannst du mit der Schleuder verschießen. Achte dabei immer auf deine Munition, auf deinen Munitionsvorrat. Mein Munitionshaushalt. Darum kümmert sich dann Pfei. Die kennt sich mit Haushalten gut aus. Oh? Was? Wer war das? Den habe ich total vergessen, aber jetzt erinnere ich mich natürlich schon wieder dran. Wer das ist und wer eventuell nicht. Oh, ein weiterer Wald. Ich dachte schon, wir sind im Tempel. Sind wir gar nicht. Oben rechts. Tief im Wald. Ja, der Wald ist groß. Sehr groß. Und nochmal, danke. Die Pflanzen hier sind die gleichen wie im Wald von Firon. Wir befinden uns jetzt tief im Wald. Lass uns die Suche nach Zelda fortsetzen. Nö, eigentlich wollte ich jetzt ein Käffchen Tee trinken. Ein Käffchen Tee, habe ich das echt gesagt? Ein Tässchen Tee. Tschüss. Ruf bloß nicht deine Freunde. Aurasuche soll ich anwenden. Klar, mitten in der Suche, mitten im Kampf. Sehr gute Idee. Jetzt darf ich auf keinen Fall versäumen, die Aurasuche zu verwenden, damit ich weiß, wo der Gegner ist. Sonst verliere ich den Kampf, auf jeden Fall. So, ein Bienenschwarm. Genau, nach Zelda wieder. Die führt mich doch nur dann direkt zum Ziel, aber ich will gar nicht direkt zum Ziel. Ich will mich hier auch nochmal umgucken ein bisschen. Die kommen schon, bevor ich überhaupt was mache. Ah, das ist jetzt ja ganz übel. Okay, vielleicht hätte ich doch auf die Aurasuche hören sollen. Wie lange kommen die mit daher? Ich mag dieses Geräusch so gar nicht. Das ist ja ganz übel. Okay, da ist noch so ein Ding. Vielleicht sind es ja nicht so aggressive Bienen. Bienen werden meines Wissens erst aggressiv, wenn man sie provoziert. Oder wenn man ihre Babys anfasst. Nee, ich glaube nicht, dass die... Ich weiß nicht, wie reproduzieren sich Bienen. Die haben nur eine Königin, die hat dann ganz schön viel zu tun, wenn sie alle Männer irgendwie... ja, ne? Ah, ich musste das tun, jetzt muss ich abhauen. Die können sich auch mit den anderen Bienen jetzt treffen und können sich gegen mich verbünden. Oder sie gründen einen neuen Stamm, einen doppelt so großen, als den sie bisher hatten. Das ist nicht gut. Boah, bloß nicht nach unten gucken. Aber ich kann die Sicht nicht ändern. Moment, doch, ein bisschen. Ah, der Corona ist wieder da. Wie hieß er noch? Ich habe den Namen vergessen. Hat er gerade gehustet oder gegähnt? Der langweilt sich schon. Ich möchte erstmal hier bestimmt die Abkürzung errichten. Da muss ich da über dieses Seil nicht mehr latschen. Falls ich hier nochmal entlang kommen sollte. Ich weiß es nicht. Höchstwahrscheinlich, weil ich ja 100% erreichen will. Was ist da drin? Weh, da ist jetzt irgendwas Geiles drin und ich muss da runterspringen. Er macht nichts. Ich kann ja direkt wieder, genau, da nach oben springen. Aber da ist nichts drin von Interesse. Nichts, was ich irgendwie meine Aufmerksamkeit schenken würde. Deswegen... Ah, ja. Muss ich jetzt echt mein Schild leider einsetzen? Jawohl. Ich habe, glaube ich, nicht... Schaden genommen am Schild.
im Schild selbst. Wo soll ich denn jetzt hin? Da geht's lang? Oder erstmal gerade... Moment, es geht ja nicht geradeaus. Es geht gar nicht geradeaus. Moment. Ging das schon? Ich habe ja schon mal einen gesehen vorhin. Ich weiß gar nicht, ob ich direkt die Möglichkeit hatte schon, den anderen da irgendwie zu betätigen, zu aktivieren. Aber ich glaube, das darf ich noch gar nicht wissen. Aber schön, wie immer hier so Vögel rumzwitschern. Die könnten sich ja mal um die Bienen kümmern. Ein paar Bienen wegschlecken. Ich glaube, ich habe keine andere Wahl. Ich muss hier entlang mich hangeln. Hangeln mich entlang. Rüber! Loslassen, loslassen. Ah. Ja, soweit so gut. Jetzt kann ich mit der Schleuder zum Glück mich um die kümmern. Ein Glück. Sonst müsste ich da immer wieder in die Schlucht fallen. Auch interessant, wie schwach Link ist. Bei Twilight Princess konnte er, glaube ich, ewig weit schießen. Hier muss man dann noch das einkalkulieren, dass die Physik greift. Rüber. Oh, ja gut, dann kannst du dich so hangeln. Ist doch viel leichter. Schön, dass ich auch erwartet werde von einem sehr unheilvollen Zeitgenossen. Oh, der kann nicht mehr. Was ist denn jetzt los? Ich muss mich beeilen. Was zum? Zurück, zurück, zurück. Kann ich kämpfen? Jawohl, ist ja doof. Habe ich jetzt Angst bekommen? Warum kommt der mir jetzt entgegen plötzlich? Ich kann ja nicht kämpfen. Ja. Irgendwie will die Wiimote jetzt nicht gerade werden. Gerade. Schön. Danke. Diese Zeitbomben. So. Da wollte ich unbedingt nochmal gegen düngseln. Ah ja, ein Gegner. Hatten wir lange nicht mehr. Genau, ich mache das einfach jetzt auf ganz einfache Art und Weise. Leider. Oh, das kriegt mich sogar, das Ding. Mit seiner Zunge im Maul. Die so aussieht, als hätte sie ewig keine Zahnbürste mehr gesehen. Speichern. Ich kann sogar ins Wolkenmeer schon wieder reisen, man hat es gesehen. An diesen Statuen. Da könnte ich jetzt mit der Schleuder aber, glaube ich, noch nicht viel anfangen. Moment, komm. Ja gut, ich komme dann von oben auf die andere Seite. Ich darf nur nicht runterfallen. Wie ich mich kenne, werde ich das. Jetzt aber bloß kein Fehler. Jawohl, das ist schon ein ziemlich ordentlicher Schwung. Und drüber da. Ja, es geht alles. Man muss nur nicht aufgeben. Ja, das sind diese ekelhaften. Die goldenen sind die schlimmsten. Die können nämlich ihr Maul irgendwie total verändern. Und das macht dann natürlich nichts. Moment, warten wir kurz ab. Dup-di-dup-di-dup-di-du. Jetzt. Ha, aber da muss ich so oft draufschlagen. Ja. Perfekt. Fall rein in meine Strategie. Ah, weg hier, weg hier, weg hier, weg. Ah, mein Herz. Ich wollte eigentlich einen genialen Sprungangriff machen, aber es hat nicht so ganz geklappt. Das war dumm von mir, ich weiß. Wieso weicht denn das Teil aus? Wie soll ich denn sonst kriegen? Dummes Ding. Komm her. Zack, 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 zack. Kann ich reden? In meinem Maschinengewehr hol ich gleich raus. Und meine Sprachbox, die kann besser reden. In gefährlichen Situationen. Ja, wer... Blödes Vieh, das weiß immer genau, was ich machen will. Jetzt, ja, ja genau, am besten hat es jetzt wieder volle Lebenspunkte, hm? Wie wär's? Nein. Puh, der anstrengendste Gegner im Spiel. Den haben wir jetzt besiegt, sind wir nicht gut. Ah, jetzt erfahren wir das. Mit den Steinen. Hey, da bist du ja wieder. Schön, dich zu sehen. Hallo. Sagst du mir irgendwas? Oh, du kommst mir gerade recht. Hätte ich dich nicht nochmal angesprochen, hätte er mir das jetzt nicht gesagt. Sieh mal, an diesem Ort habe ich Teile der alten Schrift entdeckt. Das hier. Was heißt, dass die Göttin diese Steine für einen Helden hier zurückgelassen hat? Ich nenne sie Artefakte der Göttin. Ein Name wie ein Stein gemeißelt, findest du nicht auch? Aber sicher doch.
den alten Schriften zufolge. Ihm zufolge muss der Strahl des himmlischen Schwertes den Stein treffen, um den Herrn des Schwertes zu stärken. Du hast doch dein Schwert. Dann hilf mir bitte, das Rätsel dieses Artefakts zu lösen. Du willst doch ein Held sein, oder? Ich glaube, alle Helden haben sich das Schicksal gar nicht selbst ausgesucht, aber meinetwegen. Das wollte ich hören. Ah! Dieses Artefakt besteht aus einem Metall, das ich so noch nie gesehen habe. Es ist völlig unempfindlich gegen Schläge. Hast du es schon probiert? Hm? Gib's zu. Ich frage mich, was die alten Schriften mit dem Strahl des himmlischen Schwertes meinen. Fällt dir dazu etwas ein? Ja, ich bin ein sehr kreatives Kerlchen. Ich weiß genau, was ich da zu tun habe. Ein Kleinod. Ein Bernstein-Kleinod. Dann guck mal hier, was ich hier jetzt mache. Nach oben. Und zugehauen. Das Artefakt ist gen Himmel gestiegen. Die Kraft deines Schwertes scheint das bewirkt zu haben. Wohin es wohl verschwunden ist, das Rätsel ist noch gar noch rätselhafter geworden. Erinnert mich auch ein bisschen an den Typen, den Eulenstatuen aus Twilight Princess. Den alten Schriften zufolge sind die Artefakte der Göttin über das ganze Land zerstreut. Du solltest sie alle auf diese Weise in den Himmel schicken. Sag mir Bescheid, wenn du etwas mehr darüber herausgefunden hast. Könnte ich machen, oder ich lasse es bleiben. Ha. So, ein Deko-Kernchen. So, bitte nie wieder diesen anstrengenden Weg mit den Pflanzen. Ich will keine Pflanze mehr sehen. Die schlimmsten Gegner. Und deswegen bin ich kein Vegetarier, genau deswegen. Ich habe ja meine Gründe. Ich bin nämlich einfach so der typische, ja, ich mag halt Fleisch, weil es schmeckt und so. Das sind doch keine Gründe. Ich bin kein Vegetarier, weil die Pflanzen einfach tödlich sind. Genau deswegen. So. Zack. Außerdem gibt es fleischfressende Pflanzen, die sind genauso bescheuert. Die sind doch absolut ambivalent. Zack. Tschüss. Ja, da haben wir schon zwei Steine, die können wir dann eventuell später denn unseren Vorteil daraus ziehen. Ich gehe erstmal hier außen. Oder auch nicht. Gebieter, ich bin besser als du, ich weiß mehr als du. In diesem Gebäude glaube ich, zählt das Aura zu spüren. Ich weiß, wo es lang geht. Folge mir, guck mal da. Nein, warum guckst du da? Ich habe doch gesagt, da geht's. Ah, ich bin ein Wii-Spiel, ich bin einfach. Gleichzeitig aber spüre ich die Aura des Bösen. Viele Ungeheuer scheinen dort zu lauern. Willst du denn noch? Nö, natürlich nicht. Angst ist ein Beschützer. Das musst du nicht. Ich zeig dir gleich peinlich. Mhm. Wenn du Gefahr spürst, solltest du dich vielleicht zurück in den Wolkenhort begeben, um dich dort neu auszurüsten. Ich glaube, ich kann mir noch gar nicht neu ausrüsten, wirklich. Herztränke eventuell, aber ich habe doch genug. Bla bla bla. Das muss nicht peinlich sein, aber lass uns weitergehen. Genau. Moment, da wollte ich bleiben. Ich wollte gucken. Was wollte ich gucken? Wo war. Nein, das war nicht das Richtige. Nein! Das war doch hier. Die Herztränke und das alles will ich sehen. Lasst mir kurz. Das war doch nur wieder Frau Pfei. Frau Vogelfrau. Eins. Zwei. Ah, da sehe ich zumindest das hier. Ja, ich habe. Ach genau, diesen diesen Wundertrank. Die Schildanzeige komplett wiederherstellen und vier Herzchen. Na gut, die Herzchenanzahl ist halt immer sehr gering. Ah, acht Herzen. Schon besser. Ich denke, da kann ich mich ganz sicher fühlen. Lass mich nochmal kurz gucken. Wie aktiviere ich das? Mit C. Ah, mit Minus. Wo ist denn Minus? Da ist Minus. Das ist ja kompliziert. Das ist echt kompliziert. Es gibt drei verschiedene Tasten für drei verschiedene Ringmenüs quasi. Früher gab es nur eins. Und nicht mal mehr. Und hier gibt es noch Karte und... Nö, sonst nichts. Es
Ich dachte, es gäbe noch ein anderes Menü. Doch, natürlich. Das, was ich gerade gezeigt hatte, wo man das überhaupt sah mit der Übersicht. Und dann gibt es noch das hier. Ist das so ein bisschen viel? Da muss man sich zurechtfinden erstmal. Wenn man da nur einmal die Woche spielt, dann muss man sich da jedes Mal neu reinfinden. Erstmal bringen wir hier dieses Pflänzchen um. Für das Fleisch. So. 98 Rubine. Wo kamen die ganzen Rubine her? Ist mir nicht aufgefallen. Eine Tür. Da kommen wir bestimmt auch einfach mal so rein. Und hier gibt es offensichtlich auch nichts mehr von erwähnender Interesse. Erwähnender Interesse? Ich meine von erwähnenden Argumentationen. Genau. Das wollte ich sagen. Von erwähnungswürdigen Worten begleitet. Aus meinem Mund rieselnd. Und jetzt speichern wir. Bevor wir da reingehen natürlich. Speichervorgang, bitte betätigen. Es geht so schnell und das, obwohl es ein Wii-Spiel ist. Schneidet euch da mal eine Scheibe ab, ihr grafikgeilen, neumodischen Konsolen. Ich weiß ja nicht, wie es bei der Wii U ist, aber muss ich auch nicht. Die Tür ist versiegelt. Ah, und lässt sich nicht öffnen. Ja, was mache ich denn jetzt? Hä? Wie komme ich jetzt da rein? Ich dachte, ich komme da einfach rein. Fei, hilf mir! Fei? Du hast mich gerufen? Nächstes Ziel. Ich komme da nicht rein. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 95%, dass sich Zelda im Tempel tief im Wald von Firon auffällt. Dies haben die Kiyo gesagt. Und sie glaubt, den Kiyo ist nur zu 95%. Ich empfehle, dir schnellstmöglich auf den Weg zu machen, Gebiet. Ja, ich versuch's. 48 Minuten, Gesamt 4. Das ist so magisch, wenn sie was sagt. Ich mag diese Information an sich. Aber wie komme ich denn jetzt da rein? Hä? Hier gibt's. Ach Moment, ich sehe was. Ha, wie geil. Das ist doch das Übliche. Ist eigentlich ganz easy, das sind Basics. Ah, perfekt. So schwer war das dann doch nicht. Geht der jetzt automatisch rein? Ich wollte eigentlich vorher. Oh, episch. Ich wollte eigentlich Schluss machen. Oh. Da will ich nicht rein. Da hätte ich keinen Bock bei diesen Ranken und der Dunkelheit. Aber es muss mir ja nicht peinlich sein. Aber wir gehen weiter. Wir gehen doch natürlich weiter. Ah, Tempel des Himmelsblicks. Ich weiß nicht, warum es so heißt. Wenn es eigentlich einfach ein simpler Waldtempel ist. Aber meinetwegen. Und noch eine Statue da hinten zum Speichern. Gebiet, ich nehme diesem Tempel die Auren vieler Kreaturen wahr. Daher kann ich Zeldas Aura nicht isolieren. Somit ist die Aurasuche momentan nicht einsetzbar. Ja, herrlich. Endlich wieder mal nach eigenem Kopf vorgehen. Schlage vor, dass du dich umsiehst, um dir einen Überblick zu verschaffen. Boah. Ich mag auf jeden Fall die Musik hier, die man jetzt noch nicht so richtig hört, aber ich glaube, die habe ich gemocht. Die Pilze hatten hier keine wirkliche Funktion. Und es kann sehr lange dauern hier, denn ich kenne den Tempel nicht gut. Bei allen anderen Zeldas, die ich bisher gespielt habe, da haben die Tempel immer so 40 Minuten gedauert. Dreiviertel Stunde, Stunde maximal. Hier kann ich das überhaupt nicht einschätzen. Ich speichere nochmal und dann ist das Video erstmal hier an dieser Stelle beendet. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir den Tempel betreten, richtig, und erforschen. Ja. Ciao, ciao.